Werte Zuschauer, in Teil 6 unserer Sendung wollen wir unsere Pilotanlage, die wir in der vergangenen Sendung aufgebaut haben, nun mit dem Computer verbinden, das Stellwerk virtuelle Stellwerk einrichten und dann den Probebetrieb dieser Pilotanlage starten. Bevor wir das nun tun, also die Verbindung zwischen Computer und Pilotanlage herstellen, müssen wir an unseren Loks noch etwas tun, denn unsere Pilotanlage ist ja relativ klein, aber wir bekommen ja die Loks vom Hersteller mit eingestellter Höchstgeschwindigkeit geliefert und diese Höchstgeschwindigkeit vom Hersteller eingegeben ist für diese kleine Pilotanlage viel zu hoch. Also müssen wir zwangsläufig erst einmal die Höchstgeschwindigkeit in der viel zitierten CV5 herunternehmen. Wir schauen uns nun mal an, wie schnell fährt die Lok, wenn ich den Regler aufdrehe, in den Werten, die in der CV5 vom Hersteller festgeschrieben sind. Wir starten, Regler auf, und wir sehen viel zu schnell. Für diese kleine Anlage wäre die Lok hier überhaupt nicht beherrschbar, weder mit dem Regler, mit dem Handregler, noch über den Computer. Also setzen wir das in der CV5 runter und wir schauen mal, welcher Wert ist in der CV5 überhaupt geschrieben. Dazu lesen wir mal aus und schauen mal, was uns angezeigt wird. CV5 erreichen wir, indem wir Menü drücken, gedrückt halten und die 5 dazu. Wert 60. Jetzt werden natürlich viele der Zuschauer staunen, denn überall steht geschrieben, die Multimaus kann nicht auslesen. Und Sie sehen, sie kann es doch, nämlich in Verbindung mit einem auslesefähigen Verstärker, wie ihn hier die Z21 hat. Also, sobald wir einen auslesefähigen Verstärker nehmen, zum Beispiel Z21, können wir mit der Multimaus auch auslesen. Ich habe also vorher ein bisschen probiert, welchen Wert müssten wir einstellen, damit das Ganze hier ordnungsgemäß ablaufen kann, nämlich den Wert 15. Also gebe ich 15 ein, besteht hier mit OK. Und jetzt ist in der CV5 der Wert 15 geschrieben. Und nun schauen wir mal, wie schnell fährt die Lok. Das sieht schon viel freundlicher aus. So können wir die Lok manuell als vom Computer aus auch beherrschen. Wir haben also unsere Ludmilla, die BA-232, eingestellt in der CV5. Das gleiche tun wir mit unserer zweiten Lok, einer sogenannten S-6, also eine Dampflok der Königlich Bayerischen Staatsbahnen. Das brauchen wir aber nicht zu zeigen, es ist das gleiche Prozedere. Im nächsten Schritt wollen wir den Computer mit unserer Pilotanlage verbinden. Das passiert in zwei Schritten. Zuerst der Hardware-Teil. Das heißt also, wir müssen den Computer mit einem LAN-Kabel mit der Anlage verbinden. Wir verbinden also nun den Computer mit der Z21, indem wir ein LAN-Kabel nehmen, hier in einen der gelben Ports gehen, eine Seite, und im anderen Teil stecken wir das LAN-Kabel in den Computer, in den Laptop ein, hier. Das wäre der Hardware-Teil. Wir sind nun hardwareseitig mit der Z21 über das LAN-Kabel verbunden. Nachdem wir nun hardwareseitig die Anlage mit dem Computer verbunden haben, werden wir das Ganze nun softwareseitig tun. Dazu müssen wir erst einmal unsere Software, den Train-Controller Gold, öffnen. Wir gehen auf das Icon des Train-Controllers, Doppelklick, das Fenster wird geöffnet, wir sehen Train-Controller Gold. Nun müssten wir ja als nächstes das Stellwerk zeichnen. Das habe ich bereits getan, hier sehen wir es. Also unsere Pilotanlage in symbolisch-schematischer Art und Weise gezeichnet. Ich habe mir die Frechheit herausgenommen, das jetzt nicht noch einmal hier vor laufender Kamera zu tun, denn wie das passiert, wie wir eine Anlage zeichnen in symbolisch-schematischer Art, haben wir ja bereits kennengelernt im Teil 2 unserer Sendereihe. Nun, soweit, so gut. Also das Bild steht. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, im Teil 2 haben wir im Demo-Modus gearbeitet.
Jetzt müssen wir nun länger mit der Software arbeiten, also müssen wir die Software wirklich scharf schalten, freischalten. Dazu kauft man sich bei Firma Freiwald übers Internet den sogenannten Freischaltstick oder den Schlüsselstick. Den stecken wir hier in den Laptop mit ein. Damit sind wir freigeschalten. Als nächstes müssen wir jetzt unsere Software, unseren Laptop auch softwareseitig mit der Anlage verbinden. Dazu gehen wir hier auf den Button Railroad, klicken an und finden hier Digitalsysteme einrichten. Wir klicken an und lesen jetzt hier als Digitalsystem, was eingegeben ist, Rocco Fleischmann Multizentrale. Das ist ja nicht das System, was wir haben. Das hatten und haben wir auch. Aber das wollen wir ja nicht. Wir haben jetzt hier eine Z21. Wie verfahren wir jetzt? Wir gehen hier unten auf den Button hinzufügen. Es öffnet sich jetzt hier ein Fenster und hier in dem Bereich Digitalsystem finden wir alle möglichen Digitalsysteme angegeben. Wir öffnen und finden hier unter Rocco alle möglichen Digitalsysteme von Rocco und Fleischmann. Wir wählen also hier Rocco Fleischmann Z21 großgeschrieben. Das ist das Symbol für die schwarze Z21, die wir auch tatsächlich verwenden. Also klicken wir an. Nun werden wir hier nach der IP-Adresse des Digitalsystems Z21 gefragt. Wo finden wir die IP-Adresse? Die ist genannt in der App der Z21. Wir tippen hier auf App-Einstellungen und finden hier oben die IP-Adresse 192.168.0 und dann kommen noch dreimal die 1. Diese IP-Adresse müssen wir da oben eingeben. Wir geben nun die in der App genannte IP-Adresse hier ein. Wir beginnen also mit dem ersten Teil, das ist die 192, tragen wir hier ein, 192. Der zweite Teil ist die 168. Der dritte Teil bleibt bei 0 und der vierte Teil ist 3 mal die 1. IP-Adresse vollständig eingetragen gemäß der IP-Adresse, die in der Z21 angegeben ist. Wir bestätigen mit OK. Jetzt sehen wir hier Rocco Fleischmann Z21 mit der entsprechenden IP-Adresse. Jetzt können wir schon mal hier oben die Multizentrale löschen. Weg damit. Jetzt steht hier nur noch Rocco Fleischmann Z21 mit der IP-Adresse. Nur noch eine Besonderheit. Wir arbeiten ja mit dem Uhlenbrock-Belegmelder im Loconet. Und das müssen wir jetzt auch noch der Software sagen. Wir vollziehen einen zweiten Eintrag, gehen wieder auf Hinzufügen, gehen wieder in den Bereich der Digitalsysteme, Rocco, Doppelklick, und finden hier Rocco Fleischmann Z21 Loconet. Das geben wir auch noch ein und sagen OK. Jetzt haben wir alles eingetragen, was wir für die schwarze Z21 in Verbindung mit dem Loconet-Betrieb brauchen. Also bestätigen wir mit OK. Dafür, dass nun alles geschehen ist, kriegen wir hier unten, rechts unten im Bild, die Quittung. Den Beleg dafür, dass wir eindeutig verbunden sind, nämlich wir sind hier verbunden, angezeigt über zwei grüne Punkte. Da steht einmal ein und einmal online grün.
Als erstes werden wir unsere Weichen hier eintragen, mit jenen Adressen eintragen, die wir den Decodern gegeben haben. Also fangen wir an mit dieser Weiche. Das wäre im Original unsere Weiche 2 mit Adresse 2. Um das machen zu können, müssen wir erst einmal unsere Software in den Programmiermodus versetzen. Dazu gehen wir hier hoch auf die Menüleiste. Hier ist der Button zum Editieren oder auch genannt zum Programmieren. Wir klicken an. Jetzt färbt sich dieser kleine Button orange, der Beleg dafür, dass wir im Programmiermodus sind. Wir gehen nun zurück auf die Weiche 2, die da. Rechter Mausklick, Eigenschaften. Und wir sehen auch schon hier, Rocco Fleischmann Z21 stimmt. Es ist das Digitalsystem, was wir brauchen. Und wir haben hier die Adresse 2 einzutragen. Das ist hier schon passiert, also in Ordnung. Wir bestätigen und gehen nun, wir bleiben im Programmiermodus, auf die Weiche 2. Rechter Mausklick, Eigenschaftsfeld. Wiederum richtig angegeben, das Digitalsystem, was wir verwenden. Und die Weiche hat die Adresse 1 auch schon eingetragen, stimmt also. Okay. Damit hätten wir nun die Weichen eingetragen. Jetzt liegt es auf der Hand, dass wir natürlich probieren, ob das auch funktioniert. Dazu müssen wir wieder aus dem Editiermodus oder Programmiermodus heraus. Wir gehen wieder mit dem Cursor hoch auf den Button Editiermodus, klicken drauf. Die Orangefärbung ist weg, also sind wir im Fahrmodus. Wir gehen auf die Weiche, machen die Probe. Sie hören es und sehen es. Wir können die Weiche von unserer Software aus, von unserem virtuellen Stellwerk aus schalten. Die Weichenzungenstellung wird angezeigt. Abzweigend, geradeaus. Abzweigend, geradeaus. Das wäre schon mal der erste Schritt. Unser Stellwerk funktioniert schon einmal. Nun liegt es auf der Hand, wenn wir schon mal bei den Weichen sind, jetzt auch Fahrstraßen anzulegen. Und das schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Wir gehen hoch mit unserem Cursor auf die Menüleiste, Werkzeuge, klicken an, gehen runter auf Zubehör. Gehen rüber. Hier sehen wir die Fahrstraße noch nicht. Wir gehen auf erweitertes Zubehör. Da ist die Weichenstraße. Klicken Weichenstraße an und setzen jetzt hier den sogenannten Weichenschalter. Bringen wir ihn mal dorthin. Dieser kleine Button, das wird der zukünftige Weichenstraßenschalter sein. Rechter Mausklick, Eigenschaftsfeld. So, und nun wollen wir eine Fahrstraße aufzeichnen. Dazu gehen wir hier auf den Button Aufzeichnen. Der Cursor wird sich nun in einen Pfeil verwandeln. Sehen Sie? Und diesen Pfeil fahren wir jetzt entlang der gewünschten Fahrstraße lang. Nehmen wir mal die Verbindung zwischen Block 1 und Block 3. So, das wäre jetzt unsere erste Fahrstraße, die wir hier programmiert haben. Links, ganz links oben im Bild, sehen wir ein kleines Fenster. Hier müssen wir noch bestätigen, dass wir diese Fahrstraße meinen und wollen. Also tippen wir hier auf das grüne Häkchen. Jetzt wären wir fertig.
Aber wir sollten vielleicht die Fahrstraße auch noch beschriften. Nennen wir die mal F1-3. Also wir verbinden Block 1 mit Block 3. Fertig. Wenn wir das richtig gemacht haben, müsste jetzt, wenn wir aus dem Programmiermodus rausgehen und wir klicken auf diesen Button, die Fahrstraße durchschalten. Sehen Sie? Sie haben zweimal klicken gehört, das waren die Weichen. Und wir sehen nun auch die Fahrstraße ausgeleuchtet. Wir erkennen die Fahrstraße. Machen wir noch eine zweite Fahrstraße. Wir gehen wieder, halt, wir löschen die erstmal wieder. So, wir gehen wieder in die Werkzeuge, wieder unter Zubehör, Weichenstraße oder Fahrstraße. Und werden die nun mal hier hinsetzen. Eigenschaftsfeld, rechter Mausklick. Die nennen wir gleich mal, wir werden mal verbinden Block 2 mit Block 4, also F2-4. Okay. Nochmal Eigenschaftsfeld. Weichenstraße, aufzeichnen, gehen mit dem Cursor an den Anfang, der verwandelt sich wieder in ein Pfeil und ziehen nun den Cursor mit dem Pfeil durch bis zum Ende der gewünschten Fahrstraße, also die Verbindung zwischen Block 2 und Block 4. So, wiederum links oben im Bild das kleine Fenster. Wieder müssen wir bestätigen, ja, das ist die richtige Fahrstraße. So, wir haben alles eingetragen, sind fertig. Gehen wir aus dem Programmiermodus raus. Folgerichtig müsste nun die Fahrstraße 2-4 schaltbar sein. Hier dargestellt. Übrigens, Sie haben zweimal einen Klick gehört, dass ist softwareseitig so vorgesehen, denn es sollen nie alle Weichenantriebe, die zu einer Fahrstraße gehören, gleichzeitig schalten. Warum? Wir brauchen zum Schalten einer Weiche einen Stromimpuls von etwa einem Ampere über einen Zeitbereich von vielleicht 0,2 Sekunden. Würden alle Weichen einer Fahrstraße gleichzeitig schalten, könnte es passieren, dass damit der Überlastschutz unseres Digitalsystems überfordert ist, also der Überlastschutz anspricht und die Anlage abschaltet. Das wollen wir nicht. Also die Software schaltet alle Weichenantriebe zeitlich versetzt. Diese manuell eingerichteten, programmierten Fahrstraßen können wir separat aufrufen. Natürlich nicht beide gleichzeitig. Kann ich gehen, darf nicht gehen. Warum? Denn beide Fahrstraßen hätten ja diese Wegstrecke gemeinsam. Und aus Sicherheitsgründen, da dürfen sich Fahrstraßen weder berühren noch kreuzen. Also ist das auch hier softwareseitig verhindert. Es geht nur immer eine. Wenn wir die andere nehmen wollen, müssen wir die löschen. Erst dann können wir jene aufrufen. Diese manuell programmierten Fahrstraßen können wir mit unserem Handregler, Multimaus oder mit dem Tablet-PC oder Smartphone manuell abfahren. Als nächstes müssen wir unsere virtuellen Blöcke zum Leben erwecken, also in das Digitalsystem auch softwareseitig einbinden. Hardwareseitig hatten wir das in der letzten Sendung schon getan, nämlich wir haben jedem der Kontakte eines Blockes einen Eingang in unserem Belegmelder zugeordnet. Und genau diese Zuordnung, die müssen wir jetzt hier virtuell übernehmen. Um das zu tun, müssen wir wieder in den Editiermodus oder Programmiermodus gehen. Also ziehen wir den Cursor hoch auf den Programmier- oder Editiermodus-Button, klicken an. Wir sind wieder im Editiermodus, gehen auf Block 1
und rufen dessen Eigenschaftsfeld auf, indem wir die rechte Maustaste drücken, Eigenschaften wählen. Es öffnet sich nun ein Eigenschaftsfeld. Im Blockeditor sehen wir nun den Block hier dargestellt. Und in diesem Block müssen wir nun den Haltebereich und den Bremsbereich eintragen. Dazu gehen wir hier auf diesen Button. Wir lesen auch dort schon neuer Kontaktmelder. Wir wählen einen neuen Kontaktmelder. Jetzt färbt sich der Block rosa, blau umrandet. Fangen wir an mit dem Haltemelder. Das ist der rote. Farbgebung sinnfällig. Halt wie rot. Klicken an. Das wäre jetzt der Haltemelder. Jetzt brauchen wir noch einen Bremsmelder, den zweiten. Also gehen wir da nochmal rein. Zweiter neuer Kontakt und sagen, das ist der Bremsbereich. Und Sie sehen auch völlig korrekt, links ist in Fahrtrichtung der Haltebereich rot dargestellt. Hier der rechte wäre der Bremsbereich. Also korrekt. Jetzt müssen wir noch die Nummern eingeben der Anschlussdrähte bzw. der Eingänge im Belegmelder. Fangen wir gleich mal hier an mit dem Bremsbereich. Doppelklick auf den Bremsbereich. So, jetzt müssen wir dem System sagen, der Software, welches Digitalsystem haben wir zum Belegmelden. Wählen wir hier aus und wir sehen hier schon Rocco Fleischmann Z21 Lokonet einfache Adresse Uhlenbrock 63 3 die X. Darunter fällt also unser Uhlenbrock Belegmelder 63 320. Anklicken. Wäre jetzt in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal nach. Der erste Block, Bremsbereich, wäre hier der Anschluss 7. Also haben wir jetzt hier die 7 einzutragen. So, 7 steht. Wir bestätigen mit OK. Jetzt kommt der Haltebereich. Doppelklick. Wieder müssen wir sagen, welches Digitalsystem. Wir wählen wieder aus Rocco Fleischmann Z21 Lokonet mit Uhlenbrock-Rückmeldern. Und das wäre gemäß unserer Anordnung der Eingang 8. So, fertig. Damit hätten wir diesen Block 1 korrekt eingerichtet. Also der Haltemelder ist auf der linken Seite, der Bremsmeldebereich auf der rechten. Die Anschlüsse, die wir dort belegt haben am Uhlenbrock, Belegmelder haben wir hier ordnungsgemäß eingetragen. Wir sind fertig. Jetzt käme der Block 2. Das gleiche wieder. Eigenschaftsfeld aufrufen. Blockeditor. Jetzt löschen wir die erst nochmal raus. Die waren schon vorher eingetragen worden. Wir wollen das ja alles neu machen. So. Gleiche Prozedere. Auch dieser Block 2 wird ja von rechts nach links bremsend befahren. Also müssen wir wieder zwei Meldebereiche, zwei Meldekontakte eingeben. Fangen wir wieder an. Halt dort. Na, mit einem neuen Kontaktmelder. Zuerst nehmen wir den Haltemelder. Jetzt kommt der Bremsmelder. Da. Fertig. Wir sehen wiederum links, völlig korrekt, der Haltebereich, rechts der Bremsbereich. Wiederum müssen wir jetzt jene Eingänge des Uhlenbrock-Belegmelders eintragen, die der Realität entsprechen. Fangen wir wieder an mit dem Haltemelder. Doppelklick. Wir tragen wieder das Digitalsystem ein. Und wir haben dort einzutragen, entsprechend der Anschlussbelegung am Uhlenbrock-Belegmelder, nämlich die 6. Okay.
Jetzt käme der Bremsbereich. Gleiche Digitalsystem. Und das wäre der Eingang 5. Ich sagte es ja schon in der vergangenen Sendung, wie Sie den Belegmelder belegen, in welcher Reihenfolge, ist völlig egal. Nur Sie müssen dann auch die entsprechenden Eingänge hier eintragen. Okay. Fertig. Die Blöcke 3 und 4 richten wir jetzt nicht ein. Das tun Sie genau in gleicher Weise wie hier auf der linken Seite für Block 1 und 2, nur natürlich spiegelbildlich, denn jetzt liegt der Haltebereich nicht links, sondern rechts im Block. Also respektive tun Sie das genauso und wir wären dann mit der Einrichtung der Blöcke auf unserem virtuellen Stellwerk fertig.